Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch und auch willkommen zurück nach dem Urlaub. Ich werde gehasselt, Mann. Mal gucken, ob das Team auch mithasseln kann. Hallo Team. Hallo G-Slow. Ich glaube, es haben eben alle geantwortet. Also somit, guck mal, wir haben sogar einen Optimizer dabei. Sehr schön. Du optimiert für uns das Spiel. Fuck. Optimizer! Nein, das war jetzt nicht wirklich optimal, vor allem die Nate. Die war schon zuckrig, ne? Crush, er optimiert bereits, sehr gut, sehr gut. Remember! Schöne Charlie ab, Mare. Vielleicht noch die Waffe picken von dem Sack. Danke. Eigentlich soll ich die Waffe nicht nehmen mit Low HP. Aber ich tue es trotzdem. Oh. Also für eine Eco nicht übel. Zwei Leben noch. Das könnte ja sogar, okay, wollte gerade sagen, mit sehr viel Luck hinbekommen, aber naja. Ja, genau, das können wir schön kaufen. Das war wirklich eine, also ich würde sagen, zumindest für mich war das eine ganz gute, gute Eco. Oh nein. Oh nein, der ist rausgeflogen, der Kollege. Er ist jetzt natürlich wieder ein Riesenglück, das wir hier haben, ne? Aber was wir an Glück nicht haben, machen wir durch Skill wieder wett, ne? Eigentlich sollte der Kollege vielleicht Mitte gehen, wenn ich hier auch long gehe. Okay, still. Fuck, Alter, hätte ich sowas von haben müssen. Alibaba ist wieder rausgeflogen, ich pack's nicht. Das ist aber ein riesiges Smoke Zombie. Oh, er ist oben, Mist. Was macht denn Blau? Guck mal, was Blau macht. Vielleicht sind die ja doch ab. Alibaba ist wieder rausgeflogen. Das ist jetzt echt schlecht irgendwie, also. Falls ihr auch den Fehler habt, da unten ist wohl die Lösung, ne? Hat das gesehen? Da? Den Inferno-Map-File. Soll er löschen. Alibaba, falls du gerade zusiehst. Du Pacer. Lösch das Game-File, aber zackig. Naja, vielleicht kann ich jetzt hier was mit der AWP regeln, aber die schmeißen so krass die Mollys und die Nades, Flash und so weiter. Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Wir haben einen wunderbaren Bot, der rusht. Toll. Ah, leck mich doch. Nein! Er kommt geschlichen. Ich habe jetzt nach meinen Punkten geschaut und so wie halt die letzten paar Spiele gelaufen sind und wie ich gespielt habe, es ist nicht zwingend ein Uprank oder sowas da, aber das hier wird mich echt hart zurückwerfen. Maybe they're going city. Batz, Alter. Ah, Alibaba ist da, Alibaba ist da. Okay, dann ist ja alles gut. Your chat. Alibaba, you're chatting? So, vielleicht kann ich jetzt was machen, aber ich glaube, ich gehe gar nicht vor und schau. Ich glaube, ich bleib hinten. Denn gestern war es genauso, dass mich so ein Schleichender weggeholt hat, ne? Und dann gucke ich genau dahin, wo er geschlichen kam. Und wisst ihr, was er in der Runde dann macht? Er springt. Er hat mich zwar nicht gekillt, aber er kommt reingesprungen. Bei sowas kriege ich echt AIDS-Pickel. Ich gehe trotzdem vor, weil ich ein behinderter Dödel bin. Nein! Ich gehe nie wieder vor. Wir haben gewonnen. What? Nice. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, wir verlieren. Falls Fragen wegen dem Urlaub kommen, der Urlaub war sehr schön und es kommt auch noch extra ein Video mit Bildern und Videos und so weiter. Da war ja auch mein erster Flug mit am Start, also flugzeugtechnisch halt. Und ja, das kommt alles in einem extra Video, damit ich nicht das immer wieder neu sagen muss, weil dann unter den Videos doch immer wieder gefragt wird, beziehungsweise im Stream immer wieder gefragt wird. Gestern im Livestream, bestes Beispiel, ich erkläre am Anfang, wie es so war und dann kommt jemand rein und sagt, und wie war's? Dann erkläre ich es wieder so ein bisschen, dann kommt wieder jemand rein und wie war's? Darum lieber ein Video, auf das ich verweisen kann in dem Fall, ne? Aber es freut mich natürlich, dass ihr so interessiert seid. Na, das ist klar. Ich entscheide mich endlich mal hinten zu bleiben. Dann kommen sie, leck mich doch am Orschel da. Nee, oder? Leute, Wahnsinn. Eben sind alle auf einmal gestorben. Das ist der Grund, warum ich nicht Dauerfeuer. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es ums Verrecken. Also vielleicht auf Close Range, ne? Auf so Range. Aber auf die Range, da ist es bei mir reines Luck, ob was reingeht oder nicht. Außer mit P90, da geht! Und das ist auf HP. Das P90-Spraypattern hingegen habe ich natürlich auswendig gelernt. Damit treffe ich eine Nadelspitze, die auf einer Taube steckt. 4 Kilometer entfernt. Ja. Alibaba ist endlich am Start und hustelt rein. Sehr gut. Da muss ich es nicht mehr machen. Wobei es für mich jetzt gar nicht so geschickt wäre, wenn wir das ausspielen würden. Denn in 27 Minuten habe ich einen Termin. Und da steht 7-2. Ich lege meine Termine nicht, oder eigentlich nicht gerne so knapp. Gesicht, verschissenes. Aber heute habe ich es leider so gemacht. Hallo da. Ein On-Spot. Er hat ihn sogar gesehen und hat dann wieder weggeguckt. Also sowas passiert mir auch manchmal. Weil man, ja, man denkt sich halt, da ist bestimmt keiner. Ich gucke trotzdem mal hin. Und dann, ah ja, da ist keiner. Fuck, da ist doch einer. Dann schießt mal tot. Nein, 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 nein! Ich will nach links in der Pack-Pack. Nee, nee, nee. Bleib schön drin. Das war wirklich ganz großes Chapeau an dich, Pack-Pack. Er wollte mir sicherlich nur helfen, ja. Trotzdem ist es halt jetzt saudumm gelaufen. Dann stirbt er halt auch noch so, ne? Sehr ungeschickt. Was aber nicht heißt, dass ich so nicht auch sterbe, ja? Das habe ich nicht gesagt. Er kann ja vielleicht direkt durchziehen, wenn er jetzt schnell rangeht. Naja, immerhin kommt mir der Spielverlauf zeitlich zugute, ja? Wenn wir hart abgezogen werden, dann bin ich zumindest rechtzeitig fertig. Da geht der erste Headshot wieder rein. Should I rotate?
Bomb down, nice. Bomb down mid. Oh, fuck. I'm falling back. Mit help. He's down. Komm schon, jetzt bin ich on point, bitte. Dankeschön. Nein, Mist. Da kamen sie zu schnell, ja. Da kamen sie einfach zu schnell. Sehr gut. Bomb down in front of B. Want a still banana? Oh, 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 Monsieur. Oh, oh, der hat aber echt jetzt aber auch hart. Ach du, Vorsicht. Mir kommen die Gegner auch nicht ultimativ gut vor. Ich spiele halt nur sehr, sehr kacke. Und die Mates dann manchmal auch. Also das war jetzt schön, ne? Aber gerade eben hat der Kollege ja gespielt wie ich. Spielen Doppel-AWP auf B. Nice. Also wirklich nice. Sowas kann echt reinbuttern, ne? Wenn der erste nicht trifft, der zweite buff direkt weg. Außer sie rushen uns halt. Dann haben wir ganz schlechte Karten. Aber mit seinem Molly, ich hoffe, er wirft den Close. Und meiner Nate voll rein. Werden sie sich erstmal nicht wagen, reinzugehen, denke ich. Batz, Alter! In den Ellenbogen, gestorben. Oh Gott, der will mir gleich so einen Step-Headshot geben. Glaubt ihr, der schafft es? Nice. Sehr schön, sehr schön. Da, das meine ich. Wenn der eine ihn nicht killt, killt der andere ihn. Wenn wir uns da so ein bisschen reinhängen, dann könnte ja schon ein Win drin sein. Aber für meine zeitliche Planung ist das, wäre das der Horror. Maybe B-Rush. Many Flash. Three. Der kam hin. Das ist doch scheiße, oder? Aber so macht man es. Ein Doppel-AWP wird schön gerusht. Überleg mal, wenn wir uns einfach dafür entschieden hätten, hinten stehen zu bleiben, weil der Rush ja wahrscheinlich eh unausweichlich gewesen wäre, also jetzt für die Runde, dann hätten wir sie wahrscheinlich alle geholt, wenn der Coffin gestanden wäre und der andere Onspot oder so. Aber nein, wir müssen vor. Wir so killgeile Geier. So, die Hälfte ist am Start. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Rest noch geschwind pressen. Es ist auf jeden Fall wieder richtig geil, da zu sein. Und vor allem auch der Stream eben gestern war wieder saugeil. Die haben mir sehr gefehlt, die Streams. Also ihr habt mir gefehlt. Ne? Am Dienstag war es direkt so, dass ich, also letzte Woche Dienstag im Urlaub, dass ich gespürt habe, dass was fehlt. Ne? Dieses Event, das dann Dienstagabends, Donnerstagabends und Freitagnachts halt am Start ist. Jetzt sind wir ja endlich wieder beisammen. Und morgen geht's auch wieder weiter mit den Livestreams. Ihr wisst ja, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Schreibt's euch in die Level. Oh, you can plant purple. Purple, geh ran, hol dir die Bombe, bitte! Ich weiß nicht, wie man bei sowas zögern kann, wenn die Gegner eh passend stehen und du gemütlich planten könntest. Es ist so wertvoll für uns als Tees, als Druckmittel alleine schon und deswegen immer schön durchziehen den Plan, ne? Sofern man sicher ist. Ja. Es gibt da natürlich als Zweitschlimmeres nichts Zweitschlimmeres, wie wenn du beim Planten gekillt wirst. Und der Plant nicht durchgeht, ne, wohlgemerkt. Wenn er durchgeht, ja, dann war es halt ein Sacrifice für dein Team. Aber, au. Onspot ist clean, kein Plan. Ja, das ist jetzt echt schwierig mit der Zeit. Eine Viertelstunde noch, herrlich. Also zumindest, um das hier fertig zu machen. Schneiden, dafür brauche ich eh Minimum 2 Stunden oder so. Also editieren und so weiter. Aber, oh fuck, au, 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 au. Warte, warte. Au. Der Mate macht hinter mir mit einer Firebomb zu und ich stürme alleine drauf. Was war das für ein Gold? Unabgesprochen. Eben habe ich die Nachricht bekommen, dass es erst um 12 stattfindet, das Happening. Darum habe ich noch Zeit, dann doch hier den Win noch einfahren zu können. Somit werden die Ressourcen nun hochgefahren. Gisela. Wir brauchen einen Win, darum kommst du mit, ne? Gönn dir die Pistole, dann geht's los. Okay, aber es sind nur noch 3. Also wir müssten jetzt pushen, bevor alle von B kommen. Wenn Yellow da ist, geht's rein. Pit down. Let's go. One on spot. Ey, he's on spot. One is upper mid. He's coming short. Nice. Alter, meine Ansagen sind on point! Ich fahr nach Hause. Ich weiß alles, Leute. Mir geht's halt einfach gut, gell? Gestern kam ja kein Video. Dafür nochmal ein fettes Survey. Wallen und ich waren den ganzen Tag am Hustlen. Wir haben ja da ein großes Projekt am Start und wir haben uns gestern dafür die Grundbausteine praktisch geholt. Gisela, hört mal auf. Jetzt ist alles da. Die dicken Videos können starten. Wir überlegen nur noch, ob wir dafür einen neuen Kanal machen oder das auf den beiden Main-Kanälen hochladen. In abwechselnder Upload-Reihenfolge, ne? Eine Folge... Aua! Eine Folge bei mir, eine Folge bei ihm und so weiter. Oder ob wir halt dafür einen eigenen Kanal machen. Es ist halt kein Gaming. Ich persönlich finde das sehr geil. Also ich mag das, wenn der YouTuber, den ich gerne gucke, wenn der einfach alles auf einem Kanal hat. Ich will nicht auf verschiedene Kanäle rumhüpfen müssen, sondern ich will alles auf einem haben. Aber leider ist das, glaube ich, eine Denkweise, die eher selten ist, wie man immer wieder feststellt. Also wenn jemand, was weiß ich, Minecraft macht und...
Und dann macht man, man muss alleine nur eine andere Version spielen und schon heißt, ich will aber weil die Leute irgendwie so extrem eingeschränkt in ihrer Schauweise sind. Die wollen dann nur dieses eine sehen und nichts anderes und darum reconsideren, weil wir zuerst dachten, wir machen es auf unseren aktuellen Kanälen, aber das ist vielleicht dann doch nicht so eine gute Idee. Vor allem auch, die neuen Leute, die dadurch reinkommen, die sind dann halt auch irritiert, ne, von wegen, okay, da macht ihr das und am nächsten Tag macht ihr das. Und die Leute glauben komischerweise dann, wenn man einmal was anderes macht, macht man den Kram davor nie mehr. Deswegen gehen sie dann. Also es gibt Leute, die sind so und das ist halt komplett retarded. Darum halt die Überlegung, ob man vielleicht dafür dann nochmal einen neuen Kanal macht. Wie gesagt, ich habe am liebsten alles auf einem. Also mir hat es schon sehr in der Seele gebrannt, den Zweitkanal zu machen für diese ungeschnittenen Videos. Das hat mir schon sehr weh getan. Fuck. Nice, let's go away fast. We got two kills tonight. Incoming. Bitte kill den Jungs. Fuck, long and on spot. Aber jetzt verlieren wir ja sogar doch recht schnell. Also mein Zeitplan hätte sogar noch funktioniert. Mich würde trotzdem mal noch eure Meinung interessieren hinsichtlich dieser zwei Kanäle oder mehrere Kanäle. Upload, Pipapo. Wie seht ihr das? Aber da natürlich bei dem gesamten Spaß schon auch das Wachstum schon eher im Vordergrund steht natürlich, muss man dann halt doch gegebenenfalls sich danach richten, wie es eben am besten für das Wachstum des Kanals selbst ist. Und da wird dann, denke ich, eine Teilung zwingend notwendig sein. Ja, aber ihr könnt ja nochmal eure Gedanken dazu äußern. Ich meine, ich mache hier auf dem Kanal ja an sich eigentlich schon viele, viele Dinge, die jetzt nichts mit, die nichts miteinander zu tun haben, ne? Direkt. Nice. Let's go A fast. Try to plan for short. I'm coming from apartments. On spot down. Alter, easy piece gerettet, mein Junge. It is going to explode. Onside, onside. Ja, onside. And balcony? Yeah. Oh, scheiße. Ja. Von der Zeit her wäre das eigentlich perfekt gewesen. Es ist 25. Hm. Viele Fehlentscheidungen, haarige Sprays. Ja. Trotzdem war es ein cooles Spiel. Nur das nächste muss halt wieder ein Win sein. Also wenn man hier reinguckt, das heute war ein Loss. Auch leider ein sehr schlechter Loss. Gestern haben wir ein Victory gespielt mit 52 Punkten. Davor habe ich ein Unentschieden gespielt mit 84 Punkten. Das hat ziemlich reingehauen. Ja, und dann wieder ein Loss. Mit 44. Also man sagt ja, 55 Punkte sind schon wirklich so das Minimum, die man holen sollte. Darum war das jetzt heute auch nicht allzu gut. Ich bin jetzt aber auch nicht drauf aus, gerade auf den Supreme zu gehen. Dafür spiele ich, wie gesagt, eigentlich ja viel zu wenig. Aber trotzdem wäre es halt eine nette Angelegenheit, wenn du einfach so reinkommen würdest. Heute gibt es auch wieder irgendeinen randomisierten Skin für euch. Ja. Gestern ging die hier raus im Livestream. Ja, irgendeinen randomisierten Skinnerini für irgendjemanden, der halt hier unten am Kommentieren ist unter dem Video. So, Leute, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für die Kommentare und für die Likes. Haut rein. Wir sehen uns dann morgen im Video, beziehungsweise morgen ab 18 Uhr im Livestream, der ungefähr bis 21 Uhr geht. Um das auch mal gesagt zu haben, es wird ständig gefragt, wie lange streamst du denn? Meistens 3 Stunden. Dienstags und donnerstags immer 3 Stunden von 18 bis 21 Uhr plus minus. Und freitags ab 22 Uhr bis Open End. Da gibt es kein festes Ende, da machen wir aus, wenn wir halt ausmachen wollen. Und natürlich vielen, vielen Dank an meine Patreons. It's so fucking lovely, Betty. It's so lovely.